für dich, dass du jemanden von extern geholt hast, bringe ich das extremst weiter? Also hast du da deutlich Fortschritte gemacht, die dir von außen gegeben wurden? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man selber für sich trainiert, kann man sich auch so quälen und wollen, wie man will, oder informieren. Einfach auch dieses, dass er dann mal drauf guckt und sagt, warum machst du denn das? Und dann, wenn du es dann mal selber reflektierst, sagst du, ey, das brauche ich zum Beispiel gar nicht und warum arbeite ich nicht mehr an dem und dem oder sowas. Dieses von außen jemanden haben, der dein Training mal reflektiert und dich auch dazu bringt, mal in Sachen zu hinterfragen mehr, weil man einfach selber, glaube ich, viel mehr in den Trott kommt und einfach auch diese neuen Impulse. Also wenn ich mich informiere, informiere ich mich automatisch auch immer relativ gleich. So guck auf Google, komme auf dieselben Seiten oder auf dieselben YouTube-Seiten und dass jemand halt dir mal neue Impulse überhaupt setzen kann, ja, mit neuen Quellen, das macht, denke ich, einfach schon wahnsinnig. Wenn ich mich informiere, informiere ich mich automatisch auch immer relativ gleich. So guck auf Google, komme auf dieselben Seiten oder auf dieselben YouTube-Seiten und dass jemand halt dir mal neue Impulse überhaupt setzen kann, ja, mit neuen Quellen, das macht, denke ich, einfach schon wahnsinnig viel aus. Ja, sehr gut, sehr guter Punkt. Und wie ist das bei dir? Du bist Point Guard, hast eigentlich, oder Point Guard, Shooting Guard, jemanden, wie man sehen möchte. Und du hast ja einen sehr robusten Körper. Dein Spitzname ist sowieso in der 3x3-Szene, der Street Fighter so ein bisschen. Was ist denn für dich speziell persönlich dieser Trainingspunkt, wo du gesagt hast, das muss ich vielleicht für die zweite Liga noch verbessern, an dem muss ich arbeiten, dass ich da performen kann? Ja, also ich probiere eigentlich meist seit im Sommer immer so, ein bisschen spritziger zu werden, explosiver zu werden. Weil eben, wenn du halt kräftig bist, bist du auch schwer und dann kommt diese Massenträgheit einfach dazu und deswegen arbeite ich halt hauptsächlich an der Explosivität. Versuche schneller zu werden, deswegen mache ich halt auch viel so Seilspringen und Double Unders, so Zeug, um schnelle Fußarbeit zu haben. Habe mir auch mal dann vor ein paar Jahren endlich mal ein Ladder gekauft, arbeite viel an der Ladder und mit schnelleren Füßen, weil ich gemerkt habe, ich kann versuche immer wieder ein bisschen abzunehmen, aber dann hauptsächlich verliere ich halt an Muskelmasse. Ja. Und es fühlt sich halt für mich nicht gut an. Also ich habe mich halt daran gewöhnt, mit Kraft zu spielen und die hilft mir ja auch, um mich anzutreiben. Deswegen habe ich viel mehr Kraft in den Beinen, kann ich mir aufbauen. Dann mache ich halt noch, versuche ich mehr Fußarbeit zu machen, mehr spritzige Sachen, mehr mit so Dabs-Jumps und so Sachen. Mhm. Ja. Okay. Auf Süßen gewesen. Ja. Okay. Wie sieht dann, also dein normaler Alltag ist ja eigentlich schon als Profi-Basketballer, du spielst ganz normal Regionalliga oder Pro-B, je nachdem, in welchem Verein du jetzt immer bist und der Saison hält sich fit. Wie sieht dann für dich die Off-Season aus, auch gerade mit den 3x3-Competition, die du so machst? Ja, also wir haben jetzt dieses Jahr eben, das ist jetzt auch ein großer Punkt, dass ich mir eigentlich sonst fange ich halt immer an, sobald die Saison zu Ende ist, lege ich den 7er Ball zur Seite und spiele nur noch mit dem 3x3-Ball und fange eben auch an, viel Ballhandling zu machen, zu werfen. Werfen geht halt im Moment nicht damit. Und eben dann auch so die Vorbereitung. Und meistens hat gesagt, okay, jetzt mache ich einen kurzen Teil nach der Saison, wo ich mal mehr so in Geräten trainiere, um ein bisschen die Gelenke zu schonen und weniger Sprungsachen zu machen. Weil ich weiß, in 6 Wochen oder so geht es eh wieder los mit den Turnieren. Und dann habe ich so eine halbe Woche, wo ich immer Gas geben kann, eine halbe Woche, wo ich mir wieder runterfahren muss, so ab Donnerstag oder so, wenn ich Freitag, Samstag, Sonntag Turnier durchspiele. Und das ist halt alles dieses Jahr ungewiss. Also ich weiß ja nicht, ob jetzt viele Turniere stehen noch, kommen sie dort trotzdem noch, kommen sie nicht. Deswegen trainiere ich dann einfach so, um fit zu sein oder mich so generell in allem zu steigern, aber nicht auf in 4 Wochen ist das oder dann, also ohne diese zeitliche Zielsetzung, die man sonst hat. Aber ist es für dich auch mental und psychisch schwierig, wenn du sagst, du hast jetzt gerade kein Ziel, weil sonst 3x3 ist ja dein Leben eigentlich, kann man so sagen. Ja. Du hast dann immer Competition X, Y, Z zu dem und dem Zeitpunkt. Und wie machst du es dann jetzt gerade, dich zu motivieren letztendlich? Ja, also meine Motivation ist bei mir nie das Problem fürs Training. Aber ich fühle mich dann oft einfach so, für was trainiere ich gerade? Also ich trainiere zum Trainieren, trainiere und am Ende bin ich so, ja, ich weiß auch gerade gar nicht, also sonst geht man ja mal noch dazwischen mal ein bisschen spielen und merkt so, hey, ich könnte an dem und dem mal wieder ein bisschen mehr Punkt setzen oder so. Jetzt gehe ich halt viel laufen gerade, weil ich halt so in den letzten Jahren eher ein bisschen vernachlässigt habe oder halt mehr so mit so Sprint-Ausdauersachen trainiert habe. Und ja, aber ja, es fehlt halt dieses wofür man es eigentlich macht. Ja. Ich trainiere eigentlich aber viel Fußball. Hast du denn irgendwelche Trigger oder hast du irgendwelche Rituale, wo du sagst, hey, ich nehme jeden Tag das und das zum Ziel oder bist du wirklich, du stehst auf und musst dich erstmal motivieren?
Wie machst du das? Ja, also ich hab im Moment noch die Möglichkeit, dass ich halt mit meinem Freund hier im Hinterhof trainieren kann, wo ich die Beine ziemlich gut trainieren kann, weil der Langhantler hat Jumping Box und so. Ja. Und dann sage ich, plane ich halt so ein bisschen immer so, stehe morgens auf, schreibe E-Mail, heute oder morgen, wie sieht es bei dir aus? Und dann, okay, wenn wir das morgen hier trainieren, dann gehe ich heute durch mal ins Stadion, mache da ein paar Sprints oder so und dann überlege ich mir, was ich machen kann. Meine Freundin, der spielt auch Basketball und trainiert eben mit mir, hat jetzt Zeit auch frei, arbeitet von zu Hause als Lehrer. Und deswegen ist auch ganz gut, dass wir dann gegenseitig immer sagen können, wie sieht es heute aus, wohin gehen wir und machen was zusammen. Das hilft ja schon. Ich glaube, wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich dann auch öfter mal einen halben Tag verpennen und dann sagen, oh, jetzt muss ich aber endlich trainieren und losgehen. Ja. Okay, also ist dein Anker eher so, dass du trotzdem über kleine Gruppen und über Kontakte versuchst, dich hochzuziehen? Weil es regelt ja jeder ein bisschen anders. Ja. Okay. Ja, also, auf jeden Fall. Ja, okay.